Hier ist Cosmea von Tops of Fashion, wieder Backstage vom Mercedes-Benz Fashion Zelt. Neben mir ist Marcel Ostertag. Marcel, wie geht's dir? Mir geht's heute sehr gut. Ich bin wieder mal wie immer entspannt. Wir haben alles gut vorbereitet. Wir sind immer gut organisiert. Dementsprechend habe ich keine Allüren und habe auch keinen Stress. Ah, großartig. Dann, wie sind dann deine Gefühle jetzt kurz bevor du deine Kollektion zeigst? Ich fühle mich eigentlich immer ziemlich gut und ziemlich entspannt. Und bei mir geht wirklich die Pumpe erst, wenn die Musik losgeht. Ja. Boah, also wirklich auf dem letzten Drücker. Genau. Das heißt, was erwartest du dir jetzt von der Show? Was möchtest du natürlich am liebsten für eine Reaktion aus dem Publikum? Also mich ist diese Show natürlich eine sehr emotionale Show, weil es meine 15. Saison ist. Und also wir haben quasi ein Jubiläum. Und ich erwarte mir, dass die Leute es gut annehmen wie immer. Also ich meine, ich habe eine ganz große Fanbase, Gott sei Dank schon. Und ich hoffe einfach, dass ich habe die Kollektion ein bisschen verändert. Also, es ist natürlich immer noch glamourös, aber es ist diesmal habe ich den Spagat geschafft, dass die Kollektion von der Jill Sander-Kunde, aber auch von der Roberto Cavalli-Kunde getragen werden kann. Und das ist ein Spagat, das habe ich bisher nicht ganz so gut hinbekommen. Und ich hoffe, dass es die Presse genauso gut annimmt wie die letzten Shows auch. Wir sind gespannt. Wir werden die Kollektion auch gleich sehen und die Show. Mich würde noch interessieren, man hat es ja oft als Designer, dass man bestimmte Ideen hat, die man vielleicht am Anfang nicht unbedingt umsetzt. Und später greift man sie auf. Wenn das bei dir der Fall ist, welcher Impuls gibt dir dann quasi das Zeichen, jetzt ist Zeit für die und die Idee? Ich denke, das liegt generell daran, dass Deutschland natürlich noch nicht wirklich modisch vorangeschritten ist und dementsprechend haben wir natürlich einige Ideen schon im Kopf, die wir erstmal noch ein bisschen liegen lassen und ein bisschen warten lassen und wir greifen sie, also ich, nicht nur ich, sondern auch andere Designer, wir greifen sie dann erst später wieder auf, weil einfach Deutschland nicht so weit ist. Würden wir jetzt in London zeigen, hätte ich wahrscheinlich schon vor 15 Stunden das gezeigt, was ich jetzt zeige. Man muss halt natürlich auch mit der Zeit gehen, man darf es nicht zu schnell machen, weil es ist immer so, bis ein Trend hier ankommt, das dauert ein bisschen, das ist auch gar nicht negativ, das hat auch eine gewisse Form von Nachhaltigkeit, was natürlich auch gut für die Mode ist, dass halt dann Sachen einfach länger sich bewähren und länger getragen werden. Und bei mir ist es definitiv der Fall, dass ich schon viel früher angefangen hätte, noch extremer zu sein für die Show. Und wir werden diesmal überrascht sein. Es sind wirklich ein paar ganz tolle Showpieces dabei. Wir haben Sachen besticken lassen. Es gibt ein 5.000-Euro-Kleid, das 5 Kilo wiegt. Das ist komplett mit Steinrieben bestickt. Und sowas hätte ich mich gerne schon früher getraut. Obwohl ich ja eh einer derjenigen bin, der meistens auf die Kacke haut und richtig Vollgas gibt. Also versteckt habe ich bisher noch nicht. Ja, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du sonst in der Regel reduzierst. Meine letzte Frage an dich, dein allererster Fashion-Moment, wo du wusstest, mein Herz schlägt für die Mode und ich werde mit der Mode leben, ich werde für die Mode arbeiten. Das war tatsächlich schon, als ich Kind war, das war mein erster Fashion-Moment, da habe ich von meiner Mutter ein paar Bruno Mali-Pumps angezogen, da war ich glaube ich 6, in Größe 37 und da wusste ich schon, also dass ich was mit Mode machen möchte. Wobei ich halt auch dazu sagen muss, dass ich ja eigentlich Balletttänzer war. Ich war in der Staatsoper in Wien und habe Mode nebenher gemacht. Ich habe viel im Styling gemacht, ich habe auch selber viele Shows gemacht und habe dann wirklich erst, nachdem meine Ballettkarriere vorbei war und ich eine Knieoperation hatte, angefangen, richtig Mode zu studieren. Also bin ich so über mehrere Ecken zur Mode gekommen. Sehr interessant, dann hast du auch daher vielleicht auch ein bisschen Hang zum Kostümbild. Genau. Zum Inszenieren auch. Ja, genau. Durch die Ballettausbildung habe ich natürlich sehr viel Kostüm zu tun gehabt und eben auch daher auch eine gewisse Disziplin. Deshalb bin ich jetzt auch so entspannt, weil ich einfach sehr gut in Organisation bin. Und, ja. Berlin ist modisch für dich. Berlin ist modisch für mich nicht das Ultimo, um es ganz ehrlich zu sagen. Also ich finde natürlich den Look hier cool, hier passiert sehr viel auf der Straße, hier entstehen viele Subkulturen, aber es ist mir nicht schick genug. Also ich bin eher so Paris, London, Mailand, sind so modisch gesehen so meine Tragflächen. Und ich finde, dass hier halt ganz viel passiert, aber dass es trotzdem irgendwie sehr uniformiert geworden ist. Also so dieser Blogger-Look mit den Doc Martens und Hotpants und der super aufreihen T-Shirts, ich meine, es tut mir wirklich leid, aber das ist einfach nicht Sinn von Mode. Aber es ist so und ich finde es nicht schlecht. Also es geht besser, aber... Ja. Vielen lieben Dank. Ihr seht uns auf YouTube. Tops of Fashion.